Vor dem Krieg war hierin Billard, wurde hier gespielt. Zwei Billardmarkeur mit Billardtisch und Billardmarkeur. Und da, wo sich der Tisch hinten ist, da war dem Karl Valentin sein Stammtisch. Es war ein kleiner, runder Marmortisch und da durfte nur ein Stuhl sein, nur für ihn. Und da hat er das Kracher getrunken. Also das war eine Mischung zwischen Limo und Bier. Jeden Tag, jeden Abend war er da gesessen. Gießen hat auch was dazu. Und das war also hier, und da hat er sinniert. Da soll also auch entstanden sein der Winterzahnstocher, weil nämlich die Marmorplatten so kalt waren. Und dann hat er sich darüber aufgeregt, dass zum Beispiel die Damen immer beim Kaffeetrinken den Finger so weggesteckt haben. Und daher ist auch entstanden, hat man überliefert, ob stimmt, weiß ich nicht hundertprozentig, ist halt so ist mit Überlieferungen, gell? War es so, dass dann der Henkel nach innen entstanden ist in der Kaffeetasse. So. Am 31. Juli 1911 war es das erste und einzige Mal, dass der Valentin in weiblicher Begleitung hier erschienen ist. Und zwar um 11.11 Uhr nach seiner Trauung. Er hat geheiratet und da war die Hochzeit, beziehungsweise die Feierlichkeit, die kirchliche Trauung war in St. Anna und zelebriert hat Pater Gammelbert, der wirklich so geheißen. Und die einzigen Hochzeitsgäste waren meine Großeltern. Da herin, sonst niemand. Willst du dir mal das vorstellen, da herin. Wunderschön. Toll. Da hat meine Großmutter ganz charmant gefragt, Herr Valentin, wie war sie jetzt eigentlich heute, die Hochzeit? Schön. Alles. Aha. Schön, ja, schön, okay. Ja, und sonst, ja, sonst kann ich mich schon erinnern dran, stellen Sie sich vor, der Pater Gammelbert, der war ohne Socken in seine Sandalen drin. Und stellen Sie sich vor, der hat 3600 Zimmer fürs Mal gewippt während der Zeremonie. Das war Valentin, richtig. Und es gibt zahlreiche Anekdoten darin, also wenn Sie heute auch noch die Gelegenheit haben, mit Herrn Kirchlechner zu sprechen, nehmen Sie es wahr. Weil, wie gesagt, er war so viele wunderbare Geschichten zu erzählen, auch gerade natürlich im Hinblick auf Karl Valentin, den er ja über viele Jahre und Jahrzehnte noch herinner erlebt hat. Und das zuletzt dargebotene Couplet, also das chinesische Couplet von der Little Karlstadt immer interpretiert, stammt eben auch von Karl Valentin. So von einem Runde wie so Zitrone, da legst du nieder, blim, blam, blum. Tutti, tutti, grossi, heiße Suppe, blossi, Rahm und Schläge nun von hinten rum. Ani wie die Wei, Wei, Tam, die, die, Tam, Tam, Schlucki, Schlucki, Wust, Wust, Gusti, Gusti, Gut. Bier haben wir nimm, sag mir heute, was ich mag, ich der ist leid, aber wird's kaputt. Niki, Nischi, Waschi, Schlüpfi, Schnack. Wow, 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 ich höre. Schnellere Ding, ching, 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 da, nassi, wasi, wu, kakadu, kakada, ching, 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 Kika, kika, kiki, wanzi, magi, 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 Nasi basi bu kakadu kakada chiki 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 chiki